Sai und Beastie. Yo, Sai, hast du Bock auf eine Runde gutes Fernsehen? Oh ja, und dazu steuere ich ein paar gute Snacks bei. Die sind für dich. Rosinen im Schokoladenmantel? Die liebe ich voll. Willst du was? Nein, danke. Rosinen machen mir Probleme. Die verklemmen sich immer bei mir. Also, was gucken wir, yo? Für unser heutiges Programm habe ich einen Klassiker ausgesucht. Ist Action geladen. Wirklich witzig. Und noch mit einem Katz-und-Maus-Spiel garniert. Oh, der Hammer. Du redest über Tom und Jerry? Bingo! Ja, Mann, ich liebe eine Portion Tom und Jerry. Und wer die beste Figur ist, ist klar. Jerry! Was? Du bist auf der Seite von dem dreckigen Tom? Tom ist nicht dreckig. Er macht nur seinen Job und versucht, diesen diebischen Jerry zu verjagen. Jerry ist nicht diebisch. Er versucht nur zu überleben, yo. Worüber streitet ihr euch da gerade bitte? Zweifellos muss es das Wichtige sein, wenn ihr das ganze Schreien macht. Cyborg findet, Tom ist besser als Jerry. Na klar ist er besser. Tom hat diese starke Entschlossenheit. Er muss so viel Leid einstecken, aber er macht weiter und gibt nicht auf. Ja, aber Jerry ist schlauer und schneller als Tom, das musst du doch sehen. Egal, was Tom versucht, Jerry kommt immer davon. Wollt ihr diesen Banausen sagen, wer besser ist? Ehrlich gesagt, finde ich sie beide ziemlich gut. Ich bin ein Freund der sadistischen Katze, der schikanierenden Maus obendrein. Spielt es wirklich eine Rolle, wer besser ist? Cartoon-Rivalitäten sind dämlich und unterm Strich sinnlos. So, jetzt klopapieren wir die Titans East. Oh, ich kann's kaum erwarten, ihr zu Hause in das Papier der Toilette zu wickeln. Dann kapieren sie, dass wir die besseren Titans sind. Also, macht ihr mit? Auf keinen Fall. Ich steige in kein Auto mit diesem Tom-liebenden Banausen. Und ich weigere mich, mit diesem Jerry-besessenen Deppen rumzuhängen. Bitte, dann bleibt ihr eben beide hier. Nur ihr beide. Hey, ihr könnt mich doch nicht mit diesem mausliebenden Schwachmaten allein lassen. Ach ja? Wenn ich eine Maus wäre wie Jerry und du eine Katze wie Tom, würdest du mich in einer Million Jahre nicht fangen. Willst du mich herausfordern, Bro? Vielleicht will ich das. Dann Herausforderung angenommen. Es läuft! Panzer, Rakete, Faust, Katze. Sai und Beastie. Freundschaftsgeburtstag. Wenn wir sagen Geburtstag, sagt ihr Party. Geburtstag. Party. Geburtstag. Party. Geburtstag. Party. Was soll denn der Quatsch wieder? Wir feiern gerade den Geburtstag. Geburtstag. Party. Geburtstag. Aufhören. Party. Geburtstag. Cinderblock ist aus dem Jump City Gefängnis geflohen. Jeden Augenblick wird er die Stadt terrorisieren. Und bis die Terrorisierung anfängt, Robin, feiern wir feierlich den Geburtstag. Keiner von euch wurde an diesem Datum geboren. Heute ist der Geburtstag unserer Freundschaft, Bro. Freundschaften haben keine Geburtstage. Ha, haben sie doch. War ein ziemlich cooler Tag, als unsere Freundschaft geboren wurde. Was, Beastie? Bestester Tag meines Lebens, Bro. Du! Ich konnte dich vorher nicht leiden. Jetzt aber schon. Ich kann dich auch leiden. Cool, lass uns Volleyball spielen. Aber nur, wenn wir oben ohne spielen. Mach ich sowieso. Booyah! Und seit dem Tag sind wir beste Freunde. Schön, ihr seid Freunde. Dafür gibt's aber keine Geburtstagsparty. Nur lebendige Sachen können Geburtstag haben. Und Freundschaft ist nichts Lebendiges. Und wie nennst du dann das? Wo ist das Ding hergekommen? Hast du nicht zugehört? Das ist unsere Freundschaft. Geboren am oben ohne Volleyballtag. Freundschaften werden nicht wortwörtlich geboren. Doch, wortwörtlich. Guckst du? Kommt her, die Freundschaft, Freunde! Wenn
so eine Kreatur geboren wird, wenn eine Freundschaft geboren wird, wieso, habe ich dann bisher nie eine gesehen. Nun, ich glaube, dass das eine Frage ist, die du dir selbst stellen musst, Bro. Alles klar, Leute, bringen wir diesen Geburtstag ins Rollen! Geburtstag! Party! Geburtstag! Party! Geburtstag! Party! Geburtstag! Sachte, Robin, sachte. Wenn du das Serum hinbekommst, kannst du dir endlich den geliebten Schnurrbart wachsen lassen. Wow, was macht ihr hier? Indoor Rodeo! Das war gerade ein neuer Indoor-Rodeo-Rekord. Was denn? Ihr habt hoffentlich vor, das ganze Chaos zu beseitigen. Die Putzfrau kann das wegräumen. Wir haben keine Putzfrau. Ist das etwa unser Problem, oder was? Kommt schon, wir haben doch nur rumgealbert. Im Leben geht es nicht bloß um rumalbern. Es geht auch um Verantwortung. Was? Was ist los? Dieses Wort. Verantwortung? Ehrlich, Leute, ihr solltet wirklich mal an die Zukunft denken. Haben wir. Und sie wird noch viel besser als die Gegenwart sein, weil dauernd alles besser wird. In der Zukunft werden sie endlich das Ding ausrotten, von dem ihr dauernd sprecht. Verantwortung? 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 Hört auf, das zu sagen! Los, nicht zieh raus hier, Bro! Sieh, Beef Pizza in 30 Minuten geliefert oder esse ich sie gratis. Hey, Pizza! Hey, Pizza! Oh Mann, ich will aber nicht für Pizza zahlen. Vielleicht müssen wir das ja überhaupt nicht. Warte, was hast du? Ich nehme eine halb vegane, halb superfleischige Pizza, bitte. Vielen lieben Dank. Jetzt sieh mal genau hin. Wenn er hier vom Laden in der Main Street losfährt... Und das Tempolimit nicht überschreitet, selbst wenn man die Abkürzung mit einberechnet... Dann kann der Trottel nie in unter 30 Minuten hier sein. Auf keinen Fall kann der Trottel in unter 30 Minuten hier sein. Auf keinen Fall kann der Trottel in unter 30 Minuten hier sein. Ja, Mann, so läuft das ab. Hey, Pizza. Oh, Mann. Kein Trinkgeld. Oh. Ein Krampfgeschwader. Was kann ich für Sie tun? Wie sollen wir dieses Ding bloß aufhalten? Es gibt nur eine Lösung. Wir müssen zusammenarbeiten. Schnapp dir die Schachtel Rosinen da. Ich dachte, du hast Rosinen, weil sie sich immer bei dir verklemmen. Ganz genau. Wir haben's geschafft! Howdy! Gutes Teamwork, Bro! Hey, du hast mich da gerade an was erinnert. Woran? Die besten Episoden von Tom und Jerry sind die, in denen sie zusammenarbeiten. Ja, Tom und Jerry haben ihre jeweiligen Stärken, aber funktionieren am besten im Team. So etwa wie wir. Hör mal, Mann, tut mir leid, dass ein Streit unsere Freundschaft bedroht hat.
Mir auch, Jo. Hast du Lust, eine Runde Comics zu lesen? Ich habe einen neuen von Superman. Nein, danke. Ich stehe mehr auf Batman als auf Superman. Was? Du kannst nicht Batman Superman vorziehen. Superman ist super stark und Batman ist super schwach. Dafür fürchtet sich Batman aber nicht vor einem dämlichen grünen Stein. Ach, apropos dämlich und grün. Reden wir über deine Visage. Du bist so tief gesunken. Das kann Batman nicht dein Ernst sein. So cooles Zeug in seinem Gürtel. Batman ist Reichtum. Auf keinen Fall kann der Trottel sie nochmal pünktlich liefern. Alter! Hast du dich gerade in die Ampelschaltung gehackt? Merk dir meine Worte, Bro. Der Pizza-Heini wird niemals in unter 30 Minuten hier sein. Niemals! Das Spiel geht los. Kannst du die Zugbrücke hochziehen? Pizza. Mann. Wollen wir lieber aufgeben? Es geht um eine Gratis-Pizza, Alter. Was denkst du? Lebt wohl, kleine Kissen. Ach, du auch, klebriger, eigenartiger Fleck. Ja, war schön mit euch. Alter, was wird denn das? Ich laufe. Auf der Sitzecke? Das ist Wahnsinn. Von wegen, Baby. Das Ding ist irre. Hey, Rafe, schon das Laufband getestet? Wow, cool. Fühlt sich aufregend an. Hey, Star, was ist mit dir? Na schön, ich werde mal das Band des Laufens testen. Ich wusste nicht, dass es so viel Spaß macht, seine Füße zu benutzen. Jetzt sind wir dran. Ja, wir wollen auch mal. Wieso haben wir vorher noch nie Fitness gemacht? Kein Schimmer. Ich liebe Fitnesstraining. Wer denn nicht? Der Laufbandgeist. Was geht ab, Jungs? Ich habe gerade irrwitzig trainiert. Ich habe mich voll verausgabt. Mann, mein Hintern brennt immer noch. Proteinshake? Im Moment nicht, danke. Ja, lieber nicht. Dann bleibt mehr für mich. Wow, Laufbandgeist, du hast ja Muckis. Wo hast du die her, Mann? Bin froh, dass du fragst. Ist ganz leicht. Ich fange den Tag immer pünktlich um 3 mit einem 25-Kilometer-Sprint an. Wenn ich aufgewärmt bin, springe ich für eine volle Stunde auf den Crosstrainer. Dann von 5 bis 7 Uhr morgens arbeite ich an meinem Oberkörper. Von 7 bis 8 arbeite ich an meinem Oberoberkörper. Von 8 bis 8.15 Uhr entsafte ich während meiner Kniebeugen. Und nach dem Frühstück fange ich dann langsam mit Fitness an. Warte. Entspannst du dich nie und chillst einfach nur? Quatsch, niemals, Jungs. Leben heißt Bewegung. Da fällt mir ein, ich habe in 5 Minuten einen Pilates-Kurs. Nicht schlapp machen, Jungs, dann könnt ihr mal so aussehen wie ich. Wir müssen uns die Couch wieder besorgen. Ja, wir möchten noch eine Pizza. Wie bitte? Ich verstehe sie nicht. Natürlich können wir sie bezahlen. Müssen wir aber nicht, weil Ihr Fahrer sie auf keinen Fall in unter 30 Minuten liefern kann. Okay, ich muss lediglich die Sicherheitskuppel um das Haus aktivieren und der Pizza-Heini kann keinen Fuß in den Tower setzen. Hey, Pizza. Ah! Wie kann denn das angehen? Das ist unnatürlich. Das bedeutet Krieg. Pizza-Krieg. Hey, Pizza. Thank you.
Hey Pizza, hey Pizza, hey Pizza, hey Pizza, hey Pizza. Hättet ihr erwartet, dass Aqualette sagen würde, dass wir zu ernst wären? Jetzt nicht, Robin. Ich habe mit meinem Freund Cyborg ein Hühnchen zu rupfen. Was geht denn jetzt ab? Das weißt du genau. Wieso hast du meinen ganzen Saft getrunken? Ich hatte einfach Durst. Du wusstest, dass es meiner war. Mein Name hat drauf gestanden. Na und? Trinken oder getrunken werden? Wenn ich dir nicht mal da vertrauen kann, sollte ich dir vielleicht überhaupt nicht mehr trauen. Aber dazu gehören zwei. Vertrauen funktioniert nur gegenseitig. Hey, hört auf. Es geht nur um Saft. Ja, vielleicht für dich. War ja nicht dein Saft. Leute, das Monster in mir fängt durch euren Zorn an zu wachsen. Ich weiß nicht, ob ich noch bin, wer ich war. Komm wieder zu dir. Du bist Raven. Bin ich's? Oder bin ich ein Monster? Ein Freak? Ich glaube, dass ich nicht mehr in dieses Team passe. Was passiert denn jetzt mit unserem Team? Es ist zu spät, Star. Er wusste, was er tat, als er den Saft klaute. Meinen Saft! Und ich habe jeden Schluck genossen. Nein! Nein! Sind wir beste Bros? Natürlich sind wir das. Und du kennst auch keinen anderen, mit dem du eine solche Broschaft teilst? Tja, weißt du, Was ist das? Popo-Pflanze! Deko! Cyborg? Was geht ab, Beastie? Dein bester Bro in der ganzen weiten Welt kommt dich besuchen. Es ist schön, dich zu sehen. Was machst du hier in Cordsville? Wir kämpfen hier gerade gegen einen Bösewicht und ich musste einfach vorbeischauen. Ich sollte wohl lieber zurückgehen und helfen. Oh, das ist ja doof. Aber das mache ich nicht. Lass uns abhängen. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Wie schön, dich kennenzulernen. Dich kennenzulernen ist auch schön, wirklich. Kumpel, stell uns einander vor. Das würde ich ja gern, aber du wolltest gerade gehen, oder? Ich sagte deutlich, dass ich abhängen will. Komm schon, Beast Boy, stell uns schon vor. Ja, jetzt mach es nicht komisch, Bro. Schön. Mein Bro-Mann, das ist mein anderer Bro-Mann. Oh, dann hast du also noch einen Bro-Mann? Ich heiße Cyborg. Robotman. Boy, dein Roboterkörper ist ja echt krass. Wie kamst du an den? Nur so konnte mein Menschenhirn nach einem furchtbaren Unfall gerettet werden. Du verrückst mich doch. Bei mir auch. Mann, wie wahrscheinlich ist das denn? 1:75.989.600. Und was sind deine Hobbys? Ich spiele gern Videospiele, ich repariere gern Sachen und ich sammle Dinge aus den 80ern. Jetzt hör bloß auf! Ich liebe Dinge aus den 80ern! Guck mal, meine flauschige Sticker-Sammlung! Oh, es ist so krass, wie die sich anfühlen. Sie sehen aus, als würden sie von der Seite springen. Ihretwegen wollte ich unbedingt meinen Geografietest meistern. Bumsies! Mann, du und ich haben so viel gemeinsam. Weißt du, was wir sind? Robots! Jalalalala, dong! Bedank, bedank! Diddli-diddli! Duschak, duschak! Dudidi, hasse, hasse! Pipong! Wie schön! Ich frag mich, warum Beast Boy uns nicht weitaus eher einander vorgestellt hat. Ich dachte, ihr wärt eifersüchtig, dass ich noch einen besten Robo-Freund habe und ihr euch darum streiten würdet, wer mehr von mir abkriegt. Kumpel, das ist Blödsinn! Mach dir lieber Sorgen darum, dass du etwas von uns abkriegst! Ja, wir haben so viel gemeinsam, dass es wahrscheinlich ist, dass unsere Freundschaft toxisch und unnatürlich wird. Yo, ich find's toll, dass meine zwei besten Bros so cool miteinander sind. Hey, wollen wir uns unten am Strand ein Eis holen? Nur wenn ich bezahlen darf. Was? Magst du keine Karten? Ich find sie okay, solange man monatlich seine Schulden tilgt. Aber klar, und so mache ich das natürlich. Und genau das wollte ich hören. Dann legen wir mal los, yo! Freundschaft! 34, 36, ich habe Sichtkontakt, 37, Zielobjekt bestätigt, ihr springt auf mein Zeichen, 38, 39, los. Ladies, bitte, ihr lasst das Tänzchen hier aus. Ja, das ist was Persönliches. Meinetwegen. Viel Glück. Bye.
Vogelmama, wir sind in Position. Ich wiederhole, wir sind in Position. 79! 80! Hab verstanden! Roter Falke verlässt das Nest! Wiederhole, roter Falke verlässt das Nest! Zieh sie hoch! Wir würden gern bleiben, aber hier gibt's keine Sitzgelegenheit. Booyah! Auf geht's!